Wir haben miterlebt, wie Iris unter dieser Sache fast ihr Leben verloren hätte. Wo mein E-Mail-Postfach durchschnüffelt wird, um nachzuschauen, was ich aktuell gerade mache. Das Vertrauen ist doch komplett weg und das ist doch eine Basis für eine glückliche Beziehung. Macht mich natürlich wütend und gleichzeitig auch ein bisschen traurig. Keinerlei Empathie für seine leidende Ehefrau. Ich finde halt manche Dinge, die gemacht werden, mehr als fragwürdig. Ich finde manche Dinge, die gemacht werden, sogar sehr kriminell. Er ist hinter dieser Yvonne nachgetakelt. Warum erlauben sich Personen, die mit mir überhaupt nichts zu tun haben, Informationen, die meine Person betreffen, im Internet breitzutreten und sich damit zu profilieren? Benvenuti ragazzi! Ein neuer Endgegner hat sich im Kleinkrieg positioniert. Aber kommen wir erstmal zur Katzenmutter Iris. Leute, bitte verschont mich mit diesem April-Scherz. Peter und Iris werden wieder zusammen. Das wird niemals mehr passieren. Das Vertrauen ist doch komplett weg. Und das ist doch eine Basis für eine glückliche Beziehung. Das geht gar nicht mehr. Und deswegen kann ich euch zu 100% sagen, ich bin hier auf der Insel, er ist in Berlin. Da wird niemals mehr was gehen. Jetzt mal meinerseits die Frage, wenn Peter es nicht persönlich ihr gesagt oder auch gepostet hat, woher weiß sie, dass er aktuell in Berlin ist oder war? Heute ist der 1. April, ihr wisst Bescheid. Heute sollte normalerweise der Countdown enden, aber das hat sich alles komplett anders entwickelt. Ursprünglich war ja geplant, dass wir zum 1. April bzw. 30. März Auftritte haben. Die sollten schon ja, jetzt natürlich stattgefunden haben bzw. heute noch stattfinden. Aber bei mir ändert sich im Moment täglich etwas. Jeden Tag eine neue Situation, jeden Tag eine neue Herausforderung. Deswegen bin ich auch aktuell in Berlin. Aber das wisst ihr mit Sicherheit aufgrund dieser wundervollen Recherchen, die im Hintergrund passieren, wo mein E-Mail-Postfach durchschnüffelt wird, um nachzuschauen, was ich aktuell gerade mache. Und dann, das auch noch veröffentlicht wird für die ganze Öffentlichkeit, damit auch jeder weiß, dass ich aktuell in Berlin bin. Also ich bin in Berlin. Wie es jetzt behauptet wird, nicht aus privaten Gründen, nein, aus geschäftlichen Gründen. Weil mein Management sitzt, wenn man das Impressum durchliest, bei uns in Deutschland in Berlin. Und deswegen musste ich zwangsläufig hierher fliegen, um halt alles noch zu besprechen, was jetzt in den nächsten Tagen ansteht, nächsten Tagen und Wochen wohlbemerkt ansteht. Und das kann man halt einfach nicht am Telefon machen, deswegen persönliche Gespräche wichtig, weil es manchmal auch dazu kommen muss, dass man Unterschriften tätigen muss. Also das ist der Grund, warum ich aktuell in Berlin bin. Ja, ich finde es bloß immer wieder schade und traurig, dass man mich einfach nicht in Ruhe lässt. Warum grabt man ständig in meinen privaten Dingen? Warum erlauben sich Personen, die mit mir überhaupt nichts zu tun haben, Informationen, die meine Person betreffen, im Internet breitzutreten und sich damit zu profilieren? Warum? Das entzieht sich komplett meiner Kenntnis. Aber es macht mich natürlich wütend und gleichzeitig auch ein bisschen traurig. Was haben die davon? Ist es vielleicht eine Verliebtheit, die entstanden ist? Eine Hoffnung, die man sich macht? Ich weiß es ja nicht. Kann ja durchaus sein, wenn man sich so beschützend von Menschen stellt, macht man das meist nicht so 100% selbstlos. Ich will da nichts natürlich behaupten. Ich bin ja nicht der, der Behauptungen aufstellt, sondern eher der, der die Tatsachen sieht und probiert es zu analysieren. Aber es ist schon ein bisschen merkwürdig, ja. Und vor allen Dingen, warum machen dann diese Personen einfach eins, sie greifen Informationen eins zu eins auf, und verkaufen die dann in der Öffentlichkeit als Wahrheit. Leute, es ist schon traurig, was passiert. Aktuell. Aber ich denke mal, es wird noch weitergehen und ich werde noch lange Zeit mit dieser Situation leben müssen. Und zum Glück für mich, bin ich, was das angeht, mental relativ stark. Ja, und lächle dann für mich selbst so ein bisschen über so viel. Wie soll ich das bezeichnen? Dummheit. Es fehlen wirklich langsam an die Worte. Weil letztendlich will ich nur eins, ich will nur leben, mehr nicht. Ja? Ich mache niemandem was, ich tue niemandem was, ich verletze niemanden. Ich greife niemanden in der Öffentlichkeit an,
Im Gegenteil, ich verteidige sogar, wenn es sein muss. Auch Personen, die mir selbst nachweislich schaden, auch die probiere ich, soweit wie es geht, zu verteidigen. Auch wenn mir das immer wieder vorgeworfen wird, dass ich es nicht machen würde. Aber das stimmt einfach nicht. Natürlich kann ich nicht hingehen und kann alles, was diese Personen machen, gutheißen in der Öffentlichkeit. Wenn ich scheiße finde, finde ich es genauso scheiße. Dann werde ich einen Teufel tun und sagen, ich finde es okay, was die machen. Nein, das mache ich natürlich nicht. Aber wenn ich für mich nachvollziehen kann, dass dieser Schritt, der gemacht wurde, okay ist, dann kann ich das. Also wenn ich diesen Schritt nachvollziehen kann, der da gemacht wurde, kann ich mich natürlich auch dann, wie gesagt, schützen vor die Person stellen. Aber wie ich nur dann. Mittlerweile ist es so, dass ich auch ich so ein bisschen an meine Grenzen komme, was das angeht, weil ich finde halt manche Dinge, die gemacht werden, mehr als fragwürdig. Ich finde manche Dinge, die gemacht werden, sogar sehr kriminell. Und ich finde es noch fragwürdiger und krimineller, dass dann Personen, die nichts mit mir privat zu tun haben, die einfach irgendwann mal im Internet erschienen sind, meinen, sie müssen auf diesen Zug aufspringen und müssen sich da ranhängen und müssen dann als Verstärkung im Hintergrund agieren, damit die Person noch mehr Gewicht bekommt und noch mehr Zuspruch bekommt, damit die Meinung noch mehr gestärkt wird. Aber passiert es wirklich? Fragwürdig. Es ist sehr fragwürdig. Naja, was soll's. Es ist, wie es ist. Und von daher lassen wir es einfach mal so stehen und warten, was noch alles kommt. Ne? Ja, und für alle, die jetzt gewartet haben, natürlich auf die Auflösung von dem Countdown. Tut mir furchtbar leid, dass ich euch hier nichts berichten kann, was wirklich berichtenswert wäre. Nur so viel, es geht vorwärts. Und das ist wohl das Wichtigste überhaupt, ja. Es fängt an, langsam zu greifen, was wir alles geplant haben. Und es fängt an, langsam ganz klar eine Struktur zu ergeben, wie unsere Marschrichtung sein wird und wo es die nächste Zeit hingeht. Und das wird für mich natürlich sehr, sehr interessant werden. Und ich bin gespannt, was so ja die nächsten Tage und Wochen noch auf mich zukommt. Und ich denke mal, dass diese Countdown-Verschiebung letztendlich nichts anderes ist wie eine Verschiebung, aber das Ergebnis wird sich zeigen. Und dann weise ich euch darauf hin, jetzt ist es endlich soweit. Jede Woche kommt ja ein Neuer aus der Deckung, um sich zu positionieren im Schlagzeilenkampf des Jahres. Ja, und jetzt ist es Richie Benz. Ich hatte ihn nur einmal kurz auf dem Tacho, als Iris meinte, er hätte jetzt den Beweis geliefert, dass dieser angebliche Chatverlauf von Iris Wölke über Betty Ort, dass er jetzt belegt hätte, dass er von ihr sei. Und mein lieber Richie, ich freue mich, wenn du endlich auf die Insel kommst. Wird Zeit. Vorher ist er mir noch nicht aufgefallen oder er war noch nicht in meinem Radar. Aber heute habe ich Spendierlaune und jetzt kriegt er auch bei mir die Sendezeit. Denn Peter nennt ihn ja den Messias. Guten Abend, liebe Freunde. Ich musste auf diesem Weg noch ein Reaction-Video loswerden. Und zwar dahingehend, dass mich ja heute Peter in seinen Stories erwähnt hatte. Zwar indirekt, aber dennoch. Er spricht hier von der Tatsache, niemanden in jüngster Vergangenheit Schaden zugefügt zu haben, nicht nachzutreten. Und sich ja, wenn, sogar schützend vor Personen zu stellen, die es ihm ja gar nicht so gut meinten. Ich weiß nicht, wen er damit meinte, liebe Freunde, doch Iris kann es nicht sein. Denn sämtliche seiner Aktionen hat er seit dem Versace-Hotel in Australien lediglich dahingehend ausgerichtet, Yvonne zu schützen und hatte dabei keinerlei Empathie für seine leidende Ehefrau. Denn was passierte im Versace in Australien? Er ist hinter dieser Yvonne nachgetackelt und hatte null Mitgefühl auf die Zurufe seiner Ehefrau, die um nur eines gebeten hatte, nämlich sich von dieser Yvonne zu distanzieren. Er hat es zugelassen, dass seine Frau wehrlos tausende Kilometer entfernt zu Hause saß und ihr über die Bilder, welche ständig von Yvonnes Stories, aber auch von den Fotos der öffentlichen Presse. Ihr erinnert euch an das Foto mit der Hand auf ihren Schenkel, beziehungsweise umgekehrt ihre Hand auf seinen Schenkel und das Kussfoto aus dem Zug. Und diese Bilder es zugelassen hatten, ihr auf die Distanz das Herz zu brechen. Ja, mir kam es sogar vor, als steckte ein perfider Plan dahinter, als hätte er zu wenig Courage, um seiner Frau in einem Vier-Augen-Gespräch mitteilen zu wollen,
dass er sie nicht mehr liebt. Doch das ist charakterlos, liebe Freunde. Was dann passierte, hatte ganz Deutschland, die Schweiz und Österreich auf den Bildschirmen. Wir haben miterlebt, wie Iris unter dieser Sache fast ihr Leben verloren hätte, denn sie verlor die Hoffnung und das Vertrauen in ihr eigenes Leben. So groß war ihre Liebe zu ihrem Ehemann. Und während dieser Phase hatte Peter keinerlei Antworten, um Iris zu schützen. Diese Rolle musste jemand anderer übernehmen. Und das war ich, aber primär ihre Familie, ihre Töchter und ihre Freundinnen. Und das, lieber Peter, kannst du mir nicht nehmen. Und da brauchst du mir auch nicht ganz feige irgendwelche Hintergedanken zu unterstellen. Denn ich übernehme jetzt lediglich jene Aufgabe, die du haben solltest als noch Ehemann von Iris und ihrer Familie. Nämlich dennoch auf menschlicher Ebene die schützend vor sie stellen. Vor allem dann, wenn sie grundlos seit Jahren im Internet angegriffen werden. Doch was hast du getan? Du hast die Seite gewechselt und sitzt jetzt mit jenen im Boot, die deiner Familie das Leben schwer machen. Ja, sogar gegen strafrechtlich relevante Delikte verstoßen, die ich mir jetzt allesamt vornehmen werde. Denn wenn ich was kann und bewiesen habe in meinem Leben, dann ist es meine Liebsten und meine Familie juristisch zu schützen. Jetzt möchte ich euch zeigen, was Peter auf das Reaction-Video reacted hat. Er gibt sich in seiner Story als moderne Robin Hood aus, der sich schützend hinter ungerecht behandelte Personen stellt, in diesem Falle Iris, und fordert letztendlich den Instagram-Nutzer dahingehend auf, meine miesen Machenschaften zu durchschauen und die schlechte Person, die ich bin, zu erkennen. Er weist darauf hin, dass er als Messias der Neuzeit, so möchte ich ihn jetzt mal bezeichnen, nur auf das Wohl von seiner Iris bedacht sei und nur deswegen so agiert, weil er sie und die Familie beschützen möchte. Gleichzeitig wirft er mir vor, dass mir das Wohl von Iris und der Familie egal wären, da ich mich immer nur schützend vor Yvonne und andere Personen stellen würde. Ich weiß nicht, welche Beweggründe er für seine Machenschaften hat, aber der Verdacht liegt nahe, dass es hierbei nicht nur um das Wohl von Iris geht, sondern dass er vielleicht doch eigene Ziele verfolgt, die im Moment noch im Dunkeln liegen. Ich hoffe für Iris, dass sie bei der Wahl ihrer Freunde und Vertrauten genauso vorsichtig ist, wie sie es immer von mir fordert im Umgang mit Yvonne. Wo die Wahrheit liegt, wird sich zum Schluss zeigen. Und es wird sich auch zeigen, ob es sinnvoll ist, nach Gerechtigkeit und Recht zu schreien, wenn man selbst das Recht zu seinen Gunsten ständig verbiegt und Persönlichkeitsrechte mit Füßen tritt. Ich hoffe nur, es kommt jetzt nicht zu einem Duell der beiden. Und wenn, dann möchte ich doch hoffen, dass Iris das Ganze für uns Instagrammer festhält. Was haltet ihr von diesem Ganzen jetzt, dass sich jetzt die Männer so ein bisschen bekämpfen? Findet ihr gut, dass Iris jetzt die Unterstützung hat? Oder seid ihr auf der Seite von Peter und meint eigentlich, ja, der Richie sollte sich vielleicht auch raushalten? Welche Meinung habt ihr? Kommentieren, abonnieren. Ciao ragazzi, schönen Sonntag oder wann immer ihr dieses Video guckt.